Servus und Hallo bei Nord, another Dope Show. Ich habe euch ja schon öfter mal erzählt oder ich habe schon öfter mal angefangen zu sagen, wie ich das geschafft habe, clean zu bleiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das lag einfach daran, dass ich eine Partnerin gefunden habe, die nichts damit zu tun hat, die weder raucht, noch trinkt, noch kifft, noch sonst irgendwie was in diese Richtungen, auch gar keine Ambitionen dazu hat. Und das hat mir natürlich geholfen. Ja. Auch keine Vorurteile mir gegenüber, was mein Vorleben. Also ich habe ihr Sachen erzählt, sie weiß das, aber das war halt meine Vergangenheit und Punkt. Ja. Und so haben wir das halt auch beibehalten. Das Komische ist, ich denke mir dauernd, hey, ich werde immer älter auf den Fotos, ja, und sieht halt immer noch genauso aus. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. So haben wir uns kennengelernt. So die Gothic-Zeit. Weiter geht's im Programm. Ich nehme euch heute mal mit zu meinen ganzen Stationen in Berlin vor dem Jahr 1999 bis zum Jahr 2020. Ja, wenn ihr da hinten ganz genau hinschaut, dann seht ihr da ein Gebäude mit einem Mercedes-Stern oben drauf. Das hat einen ganz wichtigen Part gespielt beim Film von Christian Neff, Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja. Zeige ich ein paar Nahaufnahmen. Oben der Stern und die Gedächtniskirche. Als ich damals in Berlin angekommen bin, kam ich am Kuhlmannhof zu. 1999 war das halt der Fernverkehrbahnhof. Heute hat es mindestens 6. Ost- und Südkreuz, Alexanderplatz, Ostbahnhof, Bahnhof Zoo, Friedrichstraße. Markus, der damalige Freund von Martinas bester Freundin Dorota, hat mich vom Zug abgeholt und mit seinem Auto zur Frankfurter Allee, genauer Samariterstraße, gefahren. Fun Fact, Markus hat am selben Tag wie ich Geburtstag. Wir sind vom Bahnhof Zoo über den Alex nach Friedrichshain. Eine schöne Touristenreise. Hier ist Notrax. Die Nachsorgeeinrichtung. Ich wohnte etwa 2 Monate hier. Nebendran ist eine alkoholfreie Bar. Man kann dort vegetarisch essen und garantiert alkoholfreie Getränke genießen und rauschfreie Menschen kennenlernen. Jo, und zwar im Jahr 2000 war es dann, als ich von Notrax weggezogen bin, da oben im ersten Stock. Da hat Martina gewohnt und dort bin ich dann mit eingezogen. In die Sonnenallee zogen wir mit Sarg und Pack nach etwa 2 Jahren. 8 Jahre lang habe ich hier gelebt. Nach der Böhmischen Straße sind wir hier hingezogen, in eine 2-Zimmer-Wohnung. Und da lebte ich dann mit Martina zusammen, ja, so gute 8 Jahre nochmal. Und dann sind wir nach Tempelhof Schöneberg gezogen. Und die Straße zeige ich euch jetzt gleich. Also in der Straße wohne ich jetzt, ja, seit 10 Jahren. Hier ist halt anders als in Neukölln oder Kreuzberg-Friedrichshain. Hier ist halt sauber. Eher so wie in München. Neukölln ist halt eine Gegend, da kannst du machen, was du willst, weißt du. Wenn du laut bist nachts, sagen wir mal so um 11, meinst du, musst du laute Musik hören oder nachts um 2, interessiert sich niemand dafür. Es kann da passieren, dass da der Nachbar eine drüber streicht, wenn du es übertreibst. Aber normalerweise wird die Polizei erst geholt an Tag 3 oder so. Weißt du? Fun Fact, ich habe damals gar nicht gekifft. Erst kurz bevor wir umgezogen sind, habe ich angefangen auszuprobieren, ob es mir gegen meine Schmerzen hilft. Und 2016 habe ich ja erst wieder richtig angefangen. Und da war ich schon nicht mehr in Neukölln. Hier ist der Arzt,
dem Moment Tilidin verschrieben hat und der mir geholfen hat, medizinisch Cannabis zu bekommen. Neukölln-Hermannplatz. Gleich bei der Hasenheide. Sieht aus wie ein Notruf. Aber zieh da mal rein. Welchen Ausblick das man hat. Der Treptower Park. Hier ging ich mit dem Butkes mal Gassi. Butkes war der Hund der Chefin meiner Freundin. Ich bekam 5 Mark dafür, um mit ihm hier Gassi zu gehen. Und dort hinten ist ja ein Weg, wo ich mal das Pack gefunden habe. Im Jahr 2001 oder 2001 muss gewesen sein, fand ich hier auf diesem Weg, dort wo das Pärchen gerade läuft, ja, ein bisschen Stück weit vorher in diesem Gebüsch, genau in diesem Gebüsch, ein Päckchen Heroin. Das war das Letzte, was ich jemals in meinem Leben genommen habe, weil es hat mir auch fast das Leben gekostet, aber naja, liegt einfach so hier im Park rum, wollte ich es mir erzählen. Vor euch bin ich jetzt gerade quer durch Berlin gefahren, um euch die ganzen Stationen zu zeigen, wo ich angekommen bin vor 20 Jahren. Und was da so alles passiert ist, habe ich in meinen Videos schon erzählt. Ne? Und da ist man jetzt mal so ein paar Blätter dafür. Aber jetzt mache ich erstmal Pause. Peace out.